Hallo zusammen, wir hatten Stromausfall im ganzen Betrieb wegen den Balkonkraftwerken. Ihr wisst, ich mache eigenmobile Kühlschränke, 12-Volt-Kühlschränke, Solarkühlschränke. Wir haben Solarpanels im Sortiment, Solarregler. Und neu haben wir diesen Einspeiseinverter für kleine Anlagen, so mit Speicher. Und jetzt hört man ja alles, was so ein Balkonkraftwerk an Leistung bringt und nicht bringt und so weiter und so fort. Da habe ich jetzt um Weihnachten entschlossen, ich baue mir jetzt ein Balkonkraftwerk. Ich habe schon eins, das speist hier ein seit einem Monat, aber jetzt baue ich mir so ein Balkonkraftwerk. Nur, ich habe nicht eins gebaut, sondern wir haben drei Stück gebaut. Ich wollte eigentlich vier bauen, aber es ging da nicht auf und jetzt habe ich drei, zwei sind bereits am Netz, das andere fehlt noch ein Kabel oder noch nicht gemacht. Aber statt über einen Stecker so einzustecken, das Problem habe ich zum Beispiel bei diesem hier, da zieht einen Stecker raus und steckt am Stromzähler dann den Staubsauger ein, das kann die Rechnung nicht aufgehen. Ja, habe ich hier so ein Verteiltabler gebaut, da ist jetzt Spannung drauf. Hier kommt dann noch der Deckel drauf. Und dann habe ich hier diese Stromzähler für vier Anlagen war geplant. Aber dass ich das fest anschließen kann, muss ich mit dem Kabel wegfahren und bei uns auf den Hauptverteiler. Und beim Hauptverteiler habe ich bei einem Strang, der früher die Hallenbeleuchtung war, da waren 1000 Watt Halogenscheinwerfer, heute sind es LED, die brauchen einen Bruchteil vom Strom, da kann ich auch 6 LED-Scheinwerfer auf eine 10 Ampere Sicherung schalten. Und da habe ich umgebaut. Und aus diesem Grund habe ich die ganze Stromversorgung, die Hauptsicherung bei der Firma Wemo raus und da hat man Stromausfall. Ganz ein einfacher Grund. Wir haben wieder Sicherungen wieder raus, rein. Und jetzt habe ich hier dieses Verteiltableau an der alten Hallenbeleuchtung angehängt. Und die Hallenbeleuchtung läuft jetzt auf einer separaten Sicherung. Ist überhaupt kein Problem. Aber hier habe ich jetzt drei Phasen über 13 Ampere Sicherung. Hier je ein FI drin. So könnte ich auch hier zum Beispiel diesen Strang ausschalten und wieder einschalten, aber so sehen wir dann, was oben reinkommt. Wir sehen hier, das ist die Spannung, die ist logischerweise gleich, weil sie zusammengehängt sind. Hier ist die Ampere, die jetzt kommen, und hier ist die Leistung 46, weil ich jetzt vorher ausgeschalten habe, kommt momentan ein bisschen weniger, die fahren jetzt langsam wieder hoch. Und hier ist der Strom oder Spannung wieder. Dann hier die Ampere. Die kommen, die Leistung 46 Watt, 43 Watt, was jetzt vom Dach runterkommt. Aber so kann ich sagen, guck, diese Anlage mit einer Batterie, so ein kleiner Einspeiseinverter und zwei Panels, 130 Watt, also 260 Watt Gesamtleistung, die bringen bei mir, bei meiner Anlage, diese Leistung. Weil ja jetzt heute Ende Jahr ist, also ob ich jetzt da 100 Watt mehr oder weniger oder 100 Wattstunden mehr oder weniger drin habe, das ist dann wahrscheinlich noch ein Detail aufs gesamte Jahr gerechnet. Und so kann ich sagen, nach einem Jahr oder nach einem halben Jahr, die Anlage hat so viel gebracht. Die zweite Anlage, die hat dann 500 Watt Leistung und die hier mit diesem Wechselrichter, aber hier ist noch kein 12 Volt dran, also 24 Volt dran, das ist dann 24 Volt, weil diese Einspeisenwerte gibt es nicht auf 12 Volt. Also muss ich ein 24 Volt Netz aufbauen oder höher und dann mit dem Limiter, der ist jetzt auch noch nicht da,
So kann ich dann hier einspeisen, aber ich denke, dass ich das in den nächsten paar Tagen dann auch noch montiert habe. So kann ich sagen, diese Anlage in dieser Konstellation bringt eine gewisse Leistung. Wir sehen jetzt hier, sind diese Panels montiert, also zwei Stränge, also 18 Panel, 130 Watt. Und hier stehen noch zwei Container. Wir haben also kein Gerüst gestellt. Wir haben einfach Container hingestellt, wenn jemand ausrutscht, dass er nicht runterknallt. Ist wahrscheinlich stabiler als jedes Hausgerüst. Und so haben wir diese Panels zusammengehängt. Eben ein kleiner Strang mit zwei Panels, vier Panels und dann ein großer mit 12 Panels. Da sehe ich nachher, nach einem Jahr, was diese Panels bringen. Punkt. Ich will einfach wissen, was ich verkaufe. Auch diese Panels, die hier oben jetzt liegen. Hier ist das Vordach, diese Container. Hier stehen zum Beispiel, ja, da kann man nicht runterfallen, da kann man höchstens gegen Container klatschen, wenn jemand oben ausrutschen würde. Ja, diese drei Anlagen, durch das, dass ich jetzt diese Panel da oben habe, kann ich natürlich auch die einzelnen Panels messen. Ich habe alle Stränge einzeln reingeführt, ist mehr Aufwand, aber ich kann so den Stromverbrauch der einzelnen Panels messen. Ich kann nach einem Jahr sagen, hey, warum bringt dieses Panel jetzt nur noch diese Leistung? Die sind ja alle genau gleich ausgerichtet. Die haben alle die gleiche Ausrichtung und so weiter. Ich kann auch eine Qualitätskontrolle machen der Panels. Ich muss mich nicht auf den Chinesen verlassen, der sagt, dieses bringt jetzt 100 Watt hier. Ich kann die effektiv dann vergleichen. Das ist, weil wir das Haupttableau umgebaut haben, hatten wir so einen Stromausfall. Ich verlinke euch hier diese kleine Anlage, die sind aber nur 200 Watt Panel, die liegt flach auf dem Dach, also Katastrophe. Und über diese drei Balkonkraftwerke oder Plug-in-Solaranlagen, da bringe ich weiter vielleicht ein Video oder unten im Beschrieb verlinke ich euch irgendwann die Leistung, was sie gebracht haben. Ja, wenn ihr Fragen habt, stellt sie unten in die Kommentare. Hier verlinke ich euch diesen Einspeiseinverter, wie ihr mit eurer Powerstation, die ihr vielleicht gekauft habt für den nächsten Stromausfall, langsam wieder Strom produzieren könnt, wenn ihr Solar dazu habt und den Strom langsam wieder ins Netz verkaufen. Und sonst wünsche ich euch einen schönen Tag.